Hallo und herzlich willkommen zurück zur Super Funtime. Mein Name ist Steve Parker und ich bringe euch heute ein weiteres spannendes Pokémon Ultrasonne und Ultramond Wi-Fi Battle. Heute mit einer kleinen Besonderheit kann man wahrscheinlich schon direkt am Teambuilding erkennen, denn wir spielen heute einen Monokampf. Und zwar Monokäfer auf meiner Seite, leider gegen Monofeuer auf der gegnerischen Seite. Es war nicht abgesprochen, ich habe einfach gesagt, ja, nimm mit, worauf du Lust hast und leider an dieser Stelle ein bisschen zu hoch gepokert und verloren. Aber trotzdem haben wir, glaube ich, noch eine relativ realistische Chance mit unserem Pokémon. Das ist ja immer der Kniff, ein Monoteam so aufzubauen, dass man gegen die größten Counter nicht komplett hoffnungslos ist. Wir haben sowas wie Aranesto mit dabei, wir können also mit den Wasserattacken hier sehr, sehr gut Druck aufbauen. Wir haben ein relativ bulkiges Mosquito mit dabei, das jedenfalls physisch offensiven Feuerattacken mindestens einmal entgegentreten kann. Fokusgurt auf Voltula. Wir haben noch ein sehr schnelles Mega-Bibo mit dabei, das vieles aus dem Feuer-Pokémon-Pool ziemlich sicher outspeeden kann. Insofern, Chancenlosigkeit sieht anders aus, auch wenn es sehr, sehr schwer sein wird. Vor allen Dingen habe ich leider keine Möglichkeit im Team, Tarnsteine rauszulegen, was in diesem Matchup sehr, sehr wertvoll gewesen wäre. Aber immerhin haben wir Sherox mit dabei, das Tarnsteine von unserer Feldseite entfernen kann. Wird natürlich auch nicht die leichteste Übung sein, da Sherox, obwohl es hier komplett in die Initiative investiert ist, nicht unbedingt das schnellste Pokémon ist, während alles auf der genischen Seite relativ flott unterwegs ist. Und ich bin sicher, da wird die eine oder andere Feuerattacke drauf gespielt werden. Insofern müssen wir schauen, ob der Gegner uns die Ruhe gönnt, hier irgendwo das Auflockern einzusetzen. Potenziell sind wir auch schneller als das gegnerische Rotom Heat für den Fall, dass es eine defensive Variante ist. Deswegen spielen wir Sherox hier mit einem frohen Wesen und natürlich mit vollen Init-Investment. Das Geheimnis zum Sieg, wie in den meisten Monokämpfen, ist auf jeden Fall das Momentum. Ich werde relativ selten die Möglichkeit haben, gut irgendwas reinwechseln zu können. Deswegen muss ich einfach zusehen, dass ich möglichst immer eine starke Offensive aufrecht halten kann. Und mit den Tools, die mir halt meine Pokémon bieten, beziehungsweise die Kombination aus Pokémon und Item natürlich, das Maximum rauszuholen. Also im Grunde war das gerade eben nur die schöne Umschreibung von dem Standardsatz. Wird sich der Gegner heute lumpen lassen oder nicht? Dieser hat mit ein Ramoth Victini, ein Rotom, ein Flampivian, ein Glurak. X oder Y wird sich noch zeigen. X wäre mir unlieber, Y kriege ich wahrscheinlich ein bisschen besser gehandelt, je nachdem welches Set der Gegner spielt, wobei die Dürre natürlich für sein Team unfassbar viel wertvoller ist als in den meisten anderen Teams. Und das letzte Pokémon in seinem Bunde ist hier ein Panferno, also ein sehr schönes, ausbalanciertes Team. Eine große Schwäche sehe ich sofort, und zwar hat der Gegner keine Möglichkeit, Tarnsteine zu entfernen, was in vielen Matchups einfach katastrophal wäre, aber heute muss sich der Gegner zum Glück nicht darum kümmern. Ein großes Problem, das ich sehe, ist auf jeden Fall, dass Victini wird sehr, sehr gerne heutzutage mit dem Z Ehrentag gespielt, und da kann ich leider so gut wie gar nicht intervenieren, und auf plus 1 alles wird Victini auf jeden Fall fast unaufhaltbar werden. Ich muss halt gucken, dass ich einige Ressourcen hier aufgespart bekomme. Voltula mit dem Fokusgurt wird hier eine sehr, sehr große Hilfe sein. Ich spiele dazu auch noch die Donnerwelle da drauf. Das heißt, ich kann Victini relativ sicher entschärfen für den Rest meines Teams. Aber das wird natürlich sehr, sehr schwer sein, den Fokusgurt aufrechtzuhalten, wenn der Gegner es schafft, irgendwie Tarnsteine rauszulegen. Also es wird kompliziert sein. Ich muss mega konzentriert spielen. Dann habe ich noch eine potenzielle Chance. Aber die Grundprämisse ist auf jeden Fall nicht die allerbeste. Aber ich laber hier schon viel zu lange rum. Ihr seid hier am spannendes Pokémon Wi-Fi Battle zu sehen, und genau das sollte bekommen. Deswegen viel Spaß dabei. So, das Match geht los und wir leaden an dieser Stelle erstmal mit unserem Bibor. Sollte in der Mega-Variante schneller sein als alles im gegnerischen Team, außer irgendwo versteckt sich ein Walschall, da müssen wir ein wenig scouten, aber darauf werde ich schon achten. Der Gegner seinerseits leadet hier mit seinem Ramoth, da erwarte ich tendenziell nicht den Walschall, werde also drin bleiben, und dadurch, dass ich eben ein hartes Wesen spiele, habe ich hier eine sehr, sehr hohe Chance, den Gegner mit einem Gift-Heap direkt One-Hit zu KO'en. Und ich habe schon am Anfang gesagt, das Momentum diktiert hier, sag ich mal, den Sieger, was auch der Grund ist, wieso ich dem Gegner hier keine Ruhe gönnen will. Ich gehe also auf den Gift-Heap, sollte ausreichen, aber der Gegner trägt hier überraschenderweise den Fokus-Code, hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Dann geschieht aber der erste Plot-Twist, und zwar kriegen wir die Vergiftung durch unsere Attacke, können also den Gegner direkt in dieser Runde rausnehmen. Dann kommt aber schon der zweite Plot-Twist, und zwar triggert der Flammkörper von Rauf natürlich eine 130%ige Chance ungefähr, das heißt, einfach die maximalen Hacks in dieser Runde
abgegriffen. Vielleicht hätte man noch critten können, das wäre vielleicht nochmal die Kirsche oben drauf gewesen, aber hätte im Endeffekt keinen Unterschied gemacht. Ein bisschen ärgerlich tatsächlich, dass wir verbrannt worden sind, ansonsten wäre das einfach die beste Runde, die man sich hätte vorstellen können. Wir hätten Ramoth for free rausgenommen, dadurch, dass sie ja auf das Falterreigen gegangen ist, was definitiv der richtige Play gewesen ist. Also ich würde mich auch nicht zu sehr beschweren, ansonsten wäre das hier eine mega kritische Situation gewesen. Wir haben natürlich Priorität, um Ramoth dann zu finishen, aber trotzdem ein sehr lustiger Auftakt hier für diesen Kampf. Ich kämpfe hier mit Monokäfer gegen Monofeuer. Ich nehme jeden Vorteil an, der mir hier geschenkt wird. So, als nächstes haben wir das Matchup Bibor gegen ein Panferno. Wechseln will ich an dieser Stelle nicht unbedingt. Ich bin verbrannt, werde also sowieso keinen gigantischen Mehrwert aus Bibor rausholen können. Ich bin zunächst erstmal auf den Abschlag gegangen, um zu gucken, welches Item auf dem Panferno versteckt ist. Er könnte ja vielleicht ein bisschen overpredicten, auf die Kehrtwende gehen, dann hätte ich ein wichtiges Item potenziell von einem anderen Pokémon abschlagen können. Im Nachhinein betrachtet hätte es sich aber mehr angeboten, hier zweimal den Gift-Hieb zu drücken. Ich wusste auch nicht, dass der Gegner nicht sofort in die Offensive gehen wird und die Tarnsteine rauslegt, was ein völlig anderes Problem ist, das wir irgendwie lösen müssen. Aber obwohl wir verbrannt sind, wäre der Gift-Hieb tatsächlich ein Tuit-Geo gewesen. Das hätte ich ehrlich gesagt nicht wirklich erwartet und vor allen Dingen hätten wir dann noch zusätzlich die Chance, den Gegner noch zu vergiften. Aber gut, mit dem Abschlag konnten wir immerhin sicherstellen, was für ein Item der Gegner gespielt hat. Nachdem Bibor untergegangen ist, konnten wir zum Glück das Panferno mit der Priorität von unserem Scherox finishen und erfreulicherweise hat der Gegner als nächstes sein Rotom reingeholt. Wenn es eine defensive Variante ist, dann werden wir es mit unserem Scherox outspeeden können, was an dieser Stelle sehr wichtig ist, denn die Tarnsteine würden meinen kompletten Gameplan zunichte machen. Diese zu entfernen hat die allerhöchste Priorität, auch wenn die Gefahr besteht, dass Scherox hier gleich von einem Hitzekoller gefinisht wird, aber für den Fall, dass das passieren sollte, der Gegner verliert dann sehr, sehr viel seiner Offensive. Ich könnte also im nachfolgenden Zug relativ viel Druck aufbauen, kriege ein bisschen Momentum zurück und das wollte der Gegner an dieser Stelle nicht zulassen, geht also glücklicherweise auch auf den Voltwechsel, so dass ich mein Scherox nochmal eine Runde behalten kann. Als nächstes hat der Gegner hier sein Victini reingeholt, geht auch direkt auf das Setup mit dem Z-Ehrentag, den ich mir schon fast gedacht habe an dieser Stelle. Ich währenddessen gehe auf die Kehrtwende, mache schön Chip-Damage und kann mir so mehr oder weniger ein wenig Ruhe verschaffen und viel besser auf die Situation reagieren. Zum Glück habe ich noch ein Pokémon mit dabei, das hier einen Fokus-Gut trägt. Wir werden also eine Runde mindestens überleben und der Plan ist es, das Victini erstmal so gut wie möglich zu entschärfen mit einer Donnerwelle. Dann werde ich in der nachfolgenden Runde auch schneller sein mit meinem Voltula, aber leider kriegen wir auch hier den zusätzlichen Effekt des gegnerischen Angriffs und zwar die Verbrennung, was wie ganz am Anfang genau dasselbe mit mir macht. Das heißt leider kein zweiter Angriff mehr. Zum Glück haben wir hier die Donnerwelle getroffen, das wäre noch ein bisschen trauriger gewesen, denn durch die Donnerwelle werden viele meiner Pokémon zum Glück schneller sein als das Victini. Obwohl ich mir hier auch überlegt habe, erstmal in meinen Ramoth rauszuwechseln und die Situation für mich zu nutzen, für ein kleines Setup, denn ich habe gesehen, der Gegner wird höchstwahrscheinlich spezialoffensiv sein und das kann ich direkt ein wenig abusen an dieser Stelle mit meinen eigenen Falterreigen. Dadurch, dass ich eben schneller bin als das gegnerische Victini, kann ich direkt im ersten Zug auf die verbesserte spezielle Defensive zurückgreifen, so dass der Gegner mich nicht two-hitten kann, gerade weil ich danach nochmal auf das Falterreigen gehe, was ein bisschen unnötig war, habe ich jetzt im Nachhinein betrachtet. Also der Kampf war ein bisschen chaotisch, muss man ganz ehrlich gestehen. Ich hätte das eine Falterreigen ruhig lassen können, denn ein Z-Käfergebrumm hätte auf dieser Range auf jeden Fall ausgereicht, um Victini zu besiegen. Ich glaube, der Denkfehler, den ich zu diesem Moment hatte, ist die Erwartung, dass das gegnerische Flampivian schneller sein könnte in der Basis als ein Ramoth. Das heißt, ich habe da irgendwie so einen kleinen Zahlendreher gehabt und da ich erwarte, dass der Gegner dort den Walschall eben draufgeparkt hat, wollte ich eben zwei Falterreigen drin haben, um garantiert schneller zu sein als alles im gegnerischen Team. War ein bisschen unnötig, ich hätte diesen Schaden jetzt nicht unbedingt fressen müssen, der mir potenziell gleich noch das Ramoth kosten wird, aber immerhin haben wir das Victini besiegt, das kritischste Pokémon an dieser Stelle und ich meine, noch haben wir relativ viel offensive Gewalt mit dabei. Wir haben Mosquito hier in einer balkigen Variante, was der ein oder anderen Feuerattacke sicher standhalten kann. Dann haben wir noch ein Aranestro hier mit der Offensivweste, ebenfalls ein bisschen balkiger und die Wasserattacken werden mir hier sehr, sehr gut
aushelfen können. An dieser Stelle verlieren wir leider unser Ramov. Wie gesagt, hätte ich den Schaden von der zweiten Attacke von Victini nicht fressen müssen, hätten wir hier sicher noch das Rotom besiegen können. Aber nun gut, verloren ist hier noch gar nichts. Das Rotom ist momentan das einzige große kritische Pokémon. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der Gegner hier in das Maskito irgendwas reinwechseln wird. Die Chance für ein Setup ist definitiv da. Das heißt, ich kann mir gut vorstellen, dass er hier vielleicht probieren wird, mit dem Irrlicht zu arbeiten, was das Maskito auf jeden Fall um einiges entschärfen wird. Wir sind hier an dieser Stelle schneller. Zum Glück hat der Gegner hier eine defensive Variante von dem Rotom, wird also wahrscheinlich nicht in die Initiative investiert sein. Wir sind ein ganz kleines bisschen schneller als diese defensiven Varianten, treffen zum Glück auch die Steinkante, um das Rotom an dieser Stelle zu finishen. Und als nächstes kommt Flampivian ins Spiel. Es wird potenziell die Wahlschall-Variante sein und wir werden einen Flammenblitz auf jeden Fall überleben können, dadurch, dass wir eben bulky investiert sind. Außer wir werden gecrittet. Das heißt, heute einfach der, ich sag mal, magischste Kampf, den man sich vorstellen kann bei den ganzen Hacks, die sich hier abspielen. Wie bei Dornröschen. Hier kommen alle Feen rein. Hier, du kriegst von mir eine Vergiftung. Hier, du kriegst von mir eine Paralyse. Und Crits gibt's auch überall. Dann kommen Malefits rein. Verteilt kritische Treffer an alle. Ja, egal. So, jetzt haben wir noch Aranesto. Aranesto ist noch das Pokémon, das uns hier potenziell durchcarryen kann. Abhängig davon, welche Glurak-Variante der Gegner spielt. Es wird wahrscheinlich eine Mega-Variante sein, gehe ich einfach mal sehr, sehr stark davon aus. Aber wenn es die Ixer ist, dann werde ich da relativ wenig Chancen haben, eine Attacke davon zu überleben. Wenn es die Y-Variante hingegen ist, ohne eine Flugattacke, dann kann ich durch die Offensivweste auf jeden Fall dem ein oder anderen Angriff standhalten und mit dem Aqua-Durchstoß fantastischen Schaden drücken, auch wenn es nicht zum One-Hit-KO ausreicht, dadurch, dass die Dürre eben rauskommt. Also Sonnenlicht schwächt ja Wasserattacken an der Stelle, aber so wie der Kampf bisher gelaufen ist, ist es gar nicht mal so unwahrscheinlich, dass wir den Zusatzeffekt triggern und die physische Verteidigung von dem Glurak runtersenken und dann eben mit dem Scherox, vielleicht mit dem Patronenhieb, dann den Rest des Schadens reinbuttern können. An dieser Stelle sehen wir auch, dass der Gegner glücklicherweise keinen Luftschnitt mit im Set hat, sondern hier auf den Solarstrahl zurückgreifen muss, der zum Glück nicht ausreichen wird, um uns zu besiegen. Trifft ja auch neutral, wir tragen die Offensivfeste, das heißt, alles safe, Aqua-Durchstoß kommt. Mal gucken, ob wir noch den Zusatzeffekt triggern, beziehungsweise mal schauen, wie viel Schaden wir allgemein machen. Das ist wirklich ein riesengroßer Batzen. Ich unterschätze Aranesto immer wieder, dabei ist es ein so gutes Pokémon über mehrere Tiers hinweg, also eigentlich müsste man das Ding wesentlich mehr loben. Vielleicht ist es ja das Design, das die Leute ein wenig abschreckt, aber naja, mit großer Macht kommt gar nicht mal so ein tolles Aussehen daher. So, unser Aranesto geht hier leider unter, aber es ist tatsächlich das Unmögliche passiert. Wir können in diesen absolut katastrophalen Matchup im hexigsten Kampf aller Zeiten mit unseren Käfern tatsächlich noch einmal siegreich daherkommen. Wir haben zum Glück aus irgendwelchen Gründen unser Scherox noch behalten können. Es hätte schon 10-mal sterben müssen. In so vielen Matchups war es einfach drin geblieben. Ja, Patronenhieb reicht hier aus, um das Glurak rauszunehmen. Wir überleben sogar noch den Recall von dem Lehmorb. Völlig verrückt, aber extrem spaßig, als wir dann tatsächlich gekämpft haben und auch spaßig hier zu kommentieren, was eben so mega dynamisch ist. Also man hat irgendwie keine wirkliche Verschnaufpause, weil die ganze Zeit irgendwelche Hacks passieren, irgendwelche Matchups, die verrückterweise besser ausgehen, als man das erwartet. Insofern, ich glaube, ein relativ ansehnliches Match. Und ich rieche schon die Hater, die sagen, dass ich nur Kämpfe hochlade, wo ich auch gut gewinne. Es tut mir leid, in letzter Zeit passiert das wirklich öfter, dass die spannendsten Kämpfe, und das war auf jeden Fall spannend, muss ich sagen, weil 1:0 ist halt immer ein guter Indikator, dass man sich das Match auch geben kann und vielleicht mal was draus lernen kann. Und gerade in dem Vergleich zu den anderen Monotype-Battles, die ich noch in dieser Woche ausgeführt habe, ist das hier wirklich Gold wert. Bitte glaubt mir einfach, dass ich nur nach guten Kämpfen suche, unabhängig davon, wer am Ende gewinnt, denn das ist, glaube ich, der größte Mehrwert für uns alle. So, Recap von dem Kampf. Hexi ohne Ende, aber für beide Seiten muss man sagen. Ich glaube, ich habe am Ende des Tages ein bisschen mehr davon gehabt. Gerade die erste Vergiftung gegen das Ramov hat mir sehr viel Momentum für den Start des Kampfes gegeben. Dass mein Bibor verbrannt worden ist, ist zwar ärgerlich, aber ich habe trotzdem einen gewissen Mehrwert daraus generieren können. Und später das mit Voltula, dass das verbrannt worden ist, auch ärgerlich. Potenziell hätte ich das Victini auch damit besiegen können, aber so hatte ich immerhin die Chance, mit meinem eigenen Ramov ein Setup zu fahren. Danach kann man
nochmal die Stelle, wo mein Moskito gecrittet worden ist. Also wenn ich genauso drüber nachdenke, hat der Gegner wesentlich mehr von den Hex gehabt als ich. Also ich nehme alles zurück. Das Matchup war eigentlich total gut für mich, aber eigentlich auch nicht. Der Gegner hätte, glaube ich, immer in die Offensive gehen müssen. Einfach jeden Zug, einen Feuerangriff. Nicht predicten, scheiß auf Tarnstein, scheiß auf Setup. Einfach hier Feuersturm auf jeden Pokémon. Ich glaube, das hätte ihn am Ende des Tages wesentlich mehr gebracht und hätte mich super unter Druck gesetzt. Aber egal, ich glaube, es war trotzdem ein schöner Kampf. So, wie immer an dieser Stelle würde ich gerne auf die Videobeschreibung hinweisen, wo ihr nochmal die genauen Sets meiner Pokémon erfahrt. Natürlich auch mit Showdown in Portable, für den Fall, dass das Team gerne mal selber ausprobieren wollt. Mein Twitter-Link steht da drin, Twitch-Link ebenfalls. Jeden Samstag und Sonntag streamen wir aktuell Twilight Princess am Samstag und Fire Emblem für den GBA am Sonntag. Wenn euch also sowas interessieren sollte, dann kommt einfach gerne vorbei. Wir reden auch gerne mal über Brüste und Hentais, falls das auch ein Thema ist, das ein gewisses Grundinteresse wecken sollte. Wie gesagt, ihr seid herzlich eingeladen. Ansonsten bedanke ich mich ganz, ganz herzlich fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut und bye bye.